Yo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 15 mit dem geilsten Club der Welt, mit Deutschland. Ja, weiter geht's bei der Europameisterschaft 2016 in Frankreich. Und zwar steht der zweite Gruppenspieltag an und wir müssen diesmal gegen die Schweiz. Und ja, wir sehen schon, Deutschland und die Niederlande, die konnten den ersten Spieltag jeweils gewinnen. Und heute geht's schon um alles oder nichts, um die Schweiz und um Slowenien. Weil die beiden Teams, die müssen eigentlich jetzt punkten, weil wenn die verlieren sollten, dann sind die schon draußen. Und für uns ist es natürlich gut, weil wenn wir heute gewinnen, dann sind wir eigentlich schon so gut wie sicher durch für die Endrunden dann. So, wir spielen natürlich in unserem sozusagen weißen Trikot, Schweiz im roten Trikot. Und ja, kurzen Blick auf die Aufstellung. Ja, ich habe einmal ein bisschen ziemlich robust umgebaut. Zum einen ist Reus, Mario Götze, Mesut Özil und Bastian Schweinsteiger rausgeflogen aus der Startformation, weil die haben sie beim letzten Mal ziemlich verausgabt und sind deswegen nicht fit geworden. Deswegen heute mal ein neues Mittelfeld mit André Schürrle, Kevin Volland und Ilkay Gündogan und Sami Khedira neben Toni Kroos vor der Abwehr. Und jetzt können wir auch schon loslegen. Jawohl, die Schweiz gegen Deutschland, die EM geht weiter. Wir sind gespannt, was hier heute passiert. Jetzt geht's los. Und damit herzlich willkommen zurück hier aus Frankreich. Ja, wir befinden uns immer noch bei der Europameisterschaft 2016 im guten Nachbarland. Und ja, heute sehen wir das Spiel der Gruppe A mal wieder. Deutschland gegen die Schweiz und im Parallelspiel Holland gegen Slowenien. Und es ist ein sehr brisantes Spiel, denn es gab zwei Siege am ersten Spieltag. Und es bedeutet, wenn heute die Niederlande und Deutschland gewinnen sollten, dann muss die Schweiz und Slowenien nach Hause fahren. Das ist so extrem brisant bei diesem Spiel heute. Und wir wissen, die Schweiz, sie wollten eigentlich in die Endrunde kommen, aber dann haben sie wirklich ein extrem schweres Los bekommen mit dem amtierenden Europameister, mit Deutschland und den Niederlanden. Und wir sind natürlich jetzt gespannt, wie geht das hier heute aus? Kann die Schweiz noch irgendwie drin bleiben? Vielleicht heute gegen Deutschland punkten? Oder macht Deutschland heute alles klar und qualifiziert sich selbst für die Endrunde, also für das Viertelfinale? Ja, hier sehen wir die Aufstellung oder zumindest schon ein paar Gesichter von Deutschland. Und wir sehen schon, es sind viele heute nicht von Anfang an mit dabei. Mario Götze, Mesut Özil, Marco Reus und Bastian Schweinsteiger. Die vier hocken heute alle nur auf der Bank. Liegt eben daran, dass sie sich beim letzten Mal ziemlich verausgabt haben. Und deswegen ja, können sie heute nicht über 100% Leistung gehen. Ja, wir sind gespannt, wie das hier heute ausgeht. Die Schweiz hat eine sehr gute Vorstellung bei der Weltmeisterschaft 2014 geliefert. Damals sind sie an Argentinien im Viertelfinale ausgeschieden. Und hier sehen wir die Aufstellung von der Schweiz. Im Tor natürlich Benaglio. Dann Rodriguez ist mit dabei. Lichtsteiner, Memedi ganz vorne. Granit Xhaka, Berami. Und auf der Bank Sherdan Shaqiri, der auch nur auf der Bank sitzt. Das hat mich ein bisschen gewundert. Und hier sehen wir jetzt die Aufstellung von Deutschland. Jawohl, Thomas Müller ganz vorne. Mittelfeld neu gebildet mit André Schürrle, Ilkay Gündogan und Kevin Volland. Sami Khedira und Toni Kroos vor der Abwehr. Innenverteidigung besteht heute aus Holger Badstuber und Jerome Boateng. Ja, für die Schweiz geht es vielleicht heute um alles oder nichts. Wir werden natürlich nach diesem Spiel auf alle anderen Begegnungen schauen, auf alle anderen Gruppen. Mal schauen, wer wo rausgeflogen ist. Vielleicht muss er schon wirklich ein großer nach Hause fahren. Da werden wir auf jeden Fall gespannt sein. Und jetzt können wir auf jeden Fall loslegen. Deutschland gegen die Schweiz. Die Schweiz muss punkten. Wenn Deutschland gewinnt, dann sind die eigentlich schon so gut wie im Viertelfinale. So, jetzt geht's los. Schweiz mit dem Anstoß. Und wir sind natürlich gespannt, wer schafft es sich heute, ja, weiter nach vorne zu bringen. Aber die Schweiz mit dem ersten Angriff über Zuber. Zuber, aber Kevin Volland stört der effizient. Und jetzt Manuel Neuer am Ball. Weiter geht's zu Marcel Janssen. Janssen sieht links schon André Schürrle. Schürrle weiter geht's zu Ilkay Gündogan. Gündogan wieder zu Schürrle. Schön gespielt. Der erste Angriff von Deutschland kommt sehr schnell. André Schürrle ist ein schneller Spieler. Sucht natürlich jetzt Müller in der Mitte und findet hinten. Da wollte er zu Kevin Volland spielen. Ganz schlitzohrmäßig von André Schürrle. Ist ihm aber nicht gelungen. Aber Deutschland holt sie nächsten Mal. Also Deutschland geht hier sofort aggressiv rein in die Zweikämpfe und dann holt sie Sami Khedira den Ball zurück. Jetzt Khedira, weiter geht's zu Gündogan, Gündogan direkt zu Müller. Müller mit dem hohen Ball zu André Schürrle. Schürrle nimmt ihn an und kann dann abschließen. Aber Scheer ist dazwischen. Und dann holt sich Benaglio diesen Ball. Also 7 Minuten sind gespielt. Deutschland will hier gar nicht abwarten. Sie wollen hier Tore machen. Und weiter geht's mit der Schweiz über Memedi.
Memedi, schöner Ball nach vorne zu Kasami. Kasami wieder zurück zu Memedi. Da kommt die Grätsche vom Barstuber, trifft aber den Spieler und den Ball nicht. Schön durchgespielt. Die erste Chance für die Schweiz und Neuer ist dran. Unglaubliche Parade von Deutschlands Nummer 1 von Manuel Neuer. Da kommt er noch hin. Unglaublich. Fast das 1-0 für die Schweiz. Und es gibt schon die erste gelbe Karte im Spiel. Na nu, was war denn da los? Erste gelbe Karte im Spiel. Nach diesem Einsteigen gegen... weiß gar nicht, gegen wen zwar. So, jetzt auf jeden Fall erster Eckball im Spiel für die Schweiz. Fliegt weit. Deutschland irritiert sich da ein bisschen gegenseitig. Und jetzt die Riesenchance. Und fast das 1-0. Unglaublicher Schuss von Memedi. Wahnsinn. Das war knapp. Also da muss Deutschland wirklich aufpassen. Das war eine Riesenchance für die Schweiz. Und er hätte es schon fast das erste Mal gerappelt im Kasten. Wow, wow. Glück hier für Deutschland. Weiter geht's mit Ballbesitz Deutschland. Über Marcel Janssen. Zu André Schürrle. Jetzt zu Sammy Khedira. Khedira, gerade so weit der Schütze, Toni Groß. Und er sieht auf dem rechten Flügel Kevin Volland. Volland nimmt Benedikt Höwedes mit. Deutschland kommt jetzt hier mit Druck vor zu Thomas Müller. Aber der kommt nicht durch. Und dann gibt es Einwurf für Deutschland. Ja, es ist ja momentan verdammt heiß draußen und deswegen, ihr könnt es mir gar nicht vorstellen, wie jetzt meine PC-Kühlung ausschaut. Ich habe gerade Icepacks vom Gefrierfach genommen und habe die jetzt um meinen PC gelegt, damit nur irgendwie Kälte an meinem PC kommt. Unglaublich, das müsst ihr jetzt echt mal sehen. So, jetzt holt sich erstmal Deutschland wieder den Ball nach einem kleinen Fehlpass und weiter geht's über Marcel Janssen. Janssen, außen ist wieder André Schürrle. Schöne Idee, aber die Schweiz steht bis jetzt eigentlich ganz gut hinten drin. Lassen sehr wenig zu und jetzt kommt Toni Kroos. Kroos, ah, da muss er kämpfen. Verliert aber den Ball und wieder geht's schnell über Memedi, aber Schrumboateng steht hinten bis jetzt wie eine Eins in der eigenen Abwehr. Lässt nichts durch. So, jetzt Sammy Khedira. Weiter geht's wieder zu Toni Kroos. Kroos, diesmal macht das ein bisschen besser. Bringt den Ball zu Thomas Müller. Müller, ah, aber der ist verliehen. Müller und das war hart von Sammy Khedira, aber Schiedsrichter lässt auf Vorteil weiterlaufen. Der Schweizer bleibt da liegen. Der Schweizer bleibt liegen und Berami muss raus. Der Kapitän verletzt sich so schwer bei diesem Zweikampf. Oh ja, das ist übel. Das senzt den Khedira regelrecht um und das muss einfach mindestens eine Karte nach sich ziehen. Aber ich glaube, es gab nicht mal eine Karte. Berami ist rausgegangen. Die Auswechslung haben wir jetzt nicht gesehen. Also hier geht Schlag auf Schlag in diesem Spiel. 22 Minuten sind gespielt. Gelbe Karten, Verletzungen, Großchancen ohne Ende. Und wir sind gespannt, wann denn das erste Tor mal endlich kommt. Zeit wär's, aber es gibt erstmal Abstoß für die Schweiz. Benaglio legt sie den Ball zurecht. So, weiter Abschlag, Khedira. Kommt er nicht hin. Und dann, oh, bleibt der Gündogan kurz liegen, aber steht sofort wieder auf. Und die Schweiz kommt. Also Schweiz macht hier wirklich alles, um hier in Führung zu gehen. Aber Deutschland steht bis jetzt hin noch sehr gut. Zuber. Zuber gegen Boateng. Flanke kommt. Geht ein bisschen sehr weit. Und Schürrle setzt ihn Kopfball durch. Und jetzt Sammy Khedira. Jetzt fällt er mit dem schnellen Gegenangriff über Thomas Müller. Schön gespielt. Eieiei. Kleines Missverständnis da zwischen Gündogan und Thomas Müller. So, die Schweiz wieder mit dem nächsten hohen Ball. Aber Deutschland wehrt bis jetzt alles souverän ab, was in die Richtung ihres Tores kommt. So, jetzt Kevin Volland. Volland, weiter geht's zu Sammy Khedira. Khedira zu Toni Kroos und wieder zurück zu Sammy Khedira. Khedira kämpft um den Ball. Khedira, und da holt er sie nochmal. Jetzt Sammy Khedira mit dem Ball zu André Schürrle. Schürrle, komm schon, André Schürrle. Kriegt den Ball nicht. Halbe Stunde ist fast rum. Immer noch torlos. 0-0 zwischen Deutschland und der Schweiz. Schade, dass wir keinen Live-Bericht aus dem anderen Spiel haben. Niederlande gegen Slowenien. Jetzt kommt da schon wieder Toni Kroos. Schön gemacht. Wieder die nächste Chance für Deutschland. Kroos. Ah, dann. Das ist schwer. Das ist schwer, da durchzukommen. Für Deutschland. Das ist unglaublich schwer, weil die Schweiz, die steht einfach bis jetzt fehlerfrei da hinten drin. Lassen so gut wie nichts zu. Und Deutschland lässt ja auch ziemlich wenig zu. So, jetzt langer Ball. Lang. Weiter geht's zu Granit Xhaka. Granit Xhaka mit der Flanke, aber dann ist Holger Badstuber da. Nur in die Mitte. Und dann ist Boateng da und haut das Ding raus. Jawohl, ist hier gemacht. Und jetzt vielleicht Ilkay Gündogan. Jetzt könnte es vielleicht einen schnellen Gegenangriff kommen. Jawohl, Gündogan setzt sich durch. Jetzt könnte es vielleicht gefährlich werden, aber Scheer ist sofort bei ihm. Aber Gündogan rennt noch. Gündogan raus zu Kevin Volland. Volland, wohin? Wohin? Wo ist der Mitspieler? Da ist Sammy Khedira zumindest mal. Khedira, weiter geht's zu Schürrle. Ja, das war ein bisschen zu langsam, aber Schürrle ist noch am Ball. André Schürrle, weiter geht's zu Marcel Janssen. Janssen mit der Flanke. Oh, die ist weit.
Die war ein bisschen zu weit. Da war Müller ein bisschen besser gestanden. Und deswegen sofort wieder die Schweiz im Umschaltspiel. Schnelles Umschalten bei der Schweiz jetzt über Kasami zu Shardan Shaqiri. Der für Berami ins Spiel kam, Shardan Shaqiri. Hat er nicht damit gerechnet, dass er so schnell einen Einsatz bekommt. Aber wenn sie Berami das so übel verletzt, dann muss natürlich Shaqiri ran. So, jetzt einen kleinen Hackentrick von Thomas Müller. Ist ihm nicht gut gelungen. Und die Schweiz macht schon wieder Druck. Also Deutschland kann hinten nicht einmal durchatmen. Die Schweiz weiß, sie muss hier ums blanke Überleben kämpfen. Ein 0:0 würde natürlich reichen, aber das würde natürlich auch nicht viel bringen. So, jetzt wäre die Chance mal mit dem Schnellangriff für Deutschland. Über Sammy Khedira. Khedira, wo ist Schürrle unten? Da ist Schürrle und es gibt Freistoß für Deutschland, weil der Sammy Khedira von den Beinen geholt wird von Lang. Oder ist es Ladig? Ja, normal Lang. Michael Lang, 43. Minute, gelbe Karte. Schauen wir uns mal an. Oh ja. Aber man muss sagen, das Foul von Sammy Khedira, das was zur Verletzung von Berami geführt hat, das muss eigentlich auch mindestens gelb sein. Aber da hat Deutschland richtig viel Glück gehabt. Jetzt auf jeden Fall Freistoß für Deutschland. Schnell ausgeführt. Holger Badstuber jetzt der Ball. Holger Badstuber, auch mal mit vorne dabei gewesen. Holger Badstuber immer noch am Ball. Und dann gibt es Freistoß für Deutschland aus einer richtig guten Position. Und das ist ja fast ein Elfer. Ja, okay, fast ist gut gesagt, da waren schon nur 2 Meter davor, aber gute Position jetzt für einen Toni Kroos zum Beispiel. Nachspielzeit der ersten Halbzeit läuft und Deutschland hat jetzt nochmal die ganz große Chance, das 1:0 zu machen. Toni Kroos ist natürlich ein Freistoß-Experte, aber das ist ein sehr schwerer Winkel für Toni Kroos. Probieren wir es. Wie gesagt, probieren wir es. So, Toni Kroos mit dem Freistoß, der kommt und er ist drin und er ist drin. Was für ein Sensationstor von Toni Kroos. Das sieht Diego Benaglio nicht gut aus auf der Linie. Und was für ein Sensationstor. Den hämmert er rein, Benaglio. Oh, das sieht ja gar nicht gut aus. Was macht denn Benaglio da? Etwa hat er mit dem nicht so richtig gerechnet oder was weiß denn ich? Das ist das Tor für Deutschland. Die Abwehr springt nicht hoch. Benaglio ist irritiert und das ist das 1:0 durch Toni Kroos für Deutschland. Klasse gemacht, Toni. Das gibt natürlich Beifall von den Rängen, weil das war ein wunderschöner Freistoß. Und er führt auch zur 1:0-Führung von Deutschland. Was für ein Schlusspunkt hier zur ersten Halbzeit. Toni Kroos mit einem Wahnsinns-Sensationstor. Das könnte vielleicht eines der schönsten Tore dieser Europameisterschaft sein. Und jetzt ist natürlich die Schweiz unter Druck. Deutschland führt. Und das würde momentan bedeuten, Deutschland wäre damit schon eigentlich fast sicher durch. Aber die Schweiz wäre damit schon fast sicher draußen. Außer Slowenien gewinnt gegen die Niederlande. Aber da drängt man jetzt auch mal nicht dran. Ich denke, die Niederlande wird eiskalt genug sein. So, jetzt ist auf jeden Fall Halbzeit hier. Ja, eine Sensationsführung durch Toni Kroos. Für Deutschland steht auf dem Zettel. Was für ein unglaublicher Freistoß. Die Schweiz spielt mutig nach vorne, lässt hinten wenig zu. Aber dann verursachen sie so einen Freistoß. Und dann zeigt Toni Kroos, was er für eine Riesenklasse hat. Wahnsinn. Unglaubliches Tor von Toni Kroos. Und damit haben wir hier eine Halbzeitführung mit 1:0 für Deutschland. Ja, hier sehen wir nochmal die ganzen Torschüsse. Jetzt viel war nicht los, weil beide Abwehrreihen eben hervorragend agieren. Und deswegen ja, es ist schwer für beide Stürmer, da irgendwie Tore zu machen. So, ich würde sagen, wir machen jetzt gleich weiter. So, zweite Halbzeit geht los. Beide Teams kommen unverändert zurück aufs Feld. Und momentan führt Deutschland gegen die Schweiz mit 1:0. Dank des Sensationstors von Toni Kroos, den wir hier gerade wieder im Bild gesehen haben. Und mal schauen, was sie die zweite Halbzeit für uns so bereitet. Die Schweiz muss jetzt eigentlich schon auf alles oder nichts gehen, weil sie brauchen hier mindestens einen Punkt. Sonst sind sie schon so gut wie draußen. Und jetzt kommt da schnell Kevin Volland. Ja, da geht es zu Thomas Müller. Volland hat viel Platz auf den Flügeln, aber Rodriguez ist da vor ihm dran. Und dann hauen sie den Ball erstmal raus. Jetzt Bastu im Kopf, Bastu übersetzt über gegen Memedi. Und Deutschland hat bis jetzt alles im Griff. So, jetzt Ilkay Gündogan. Gündogan legt weiter zu Toni Kroos. Wieder am Ball, Toni Kroos. So, Gündogan. Aber der wird gut zugestellt in dieser Situation. Deswegen der Ballverlust. Und jetzt versucht die Schweiz ein schnelles Spiel zu machen. Über Memedi. Memedi, da kommt Boateng mir inzwischen entgegen. Jetzt lang mit dem hohen Ball nach vorne zu Granit Xhaka. Und dann ist Marcel Janssen da. Und das machen sie wieder hervorragend da hinten drin. Und jetzt Kevin Volland.
Wolland sucht vorne Benedikt Höwedes, der jetzt auch mal mit nach vorne geht. Benedikt Höwedes legt weiter zu Ilkay Gündogan. Gündogan mit dem hohen Ball zu Thomas Müller. Ah, da wird ein bisschen gezogen. Müller kriegt den Ball nicht durch. Der Ball geht jetzt aus. Einwurf für Deutschland. So, zweiter Wechsel. Valentin Stocker kommt. Und Kasami muss raus. Valentin Stocker müsste, glaube ich, von... Boah, wo spielen der? Ich weiß, der war, glaube ich, mal bei der Schweiz, also bei Basel. Aber ich glaube, der ist nach Berlin gewechselt, zu Hertha BSC. Bin mir nicht ganz sicher. Weil der spielt einen Stocker. Ich weiß nicht, ob es Valentin ist. So, jetzt auf jeden Fall Einwurf für Deutschland. Schnell ausgeführt nach diesem Wechsel. Wollen hier keine Zeit verlieren, um den Druck hochzuhalten. So, jetzt Toni Kroos. Kroos, erstmal auf den Flügel zu Kevin Volland. Volland hält den Ball, sucht die Anspielstation. Jetzt kommt wieder Thomas Müller mal entgegen. Müller wieder zurück zu Volland. Kevin Volland sucht eine Mitte, Toni Kroos, aber da ist die Abwehr blitzschnell da. Und deswegen ist der deutsche Angriff erstmal wieder im Keim erstickt. Ja, die Schweiz steht immer noch wie eine Eins da hinten drin. Man muss auch sagen, die haben eigentlich nichts zugelassen. Also zwei Schüsse in der ersten Halbzeit hat die Schweiz zugelassen auf ihr Tor. Und da war halt der Freistoß dabei. Und ja gut, da kann man nicht viel verteidigen bei dem Freistoß. So, jetzt die Chance für die Schweiz. Komm über Lang. Lang, vielleicht jetzt mit der Flanke. Die fliegt rein, da ist... Oh, gut gemacht. Sehr gut gemacht von Höwedes, müsste es gewesen sein. So, jetzt fährt die Konterchance über Ilkay Gündogan. Gündogan, Müller ist mit dabei. Und irgendwie kommt auch nur Sami Khedira ein bisschen zögerlich mit. Jetzt Müller am Ball. Müller zu Sami Khedira. Nächste Chance hier für Deutschland. Jetzt haben sie es ja nicht mal gewonnen. Jetzt haben sie es. Komm, Sami Khedira. Und dann, oh, da kommt dann drüben Gündogan und bringt den Fuß nicht mehr ran. Ilkay Gündogan wäre vielleicht im Abseits gewesen, aber es ist Müller. Müller setzt nach Thomas Müller. Und dann geht der Ball. Nummer zu Khedira. Unglaublich. So, und weiter geht's. Die Schweiz kommt. Sorry für den kleinen Schritt, aber ja, mein PC ist es Sommer, deswegen, boah, ich habe keine Lüftung hier drin. Das ist mega assi. So, jetzt Granit Xhaka. Weiter geht's zu Shadan Shaqiri. Die Schweiz probiert jetzt hier irgendwie auf den Ausgleich zu spielen. Aber gegen Deutschland ist es heute nicht einfach. So, jetzt Stocker am Ball. Valentin Stocker neu im Spiel. Vielleicht die Chance zur Flanke. Hält den Ball noch und die kommt gut. Und dann ist es... Und es gibt Einwurf. Jawohl, nur Einwurf leider. Hätte keinen Abstoß gehabt. Ja, war das? Es war nicht Memedi. So, und jetzt kommt Josip Drmić für Admir Memedi. Und auch Deutschland wechselt zweimal. Toni Kroos und Jerome Boateng hier raus. Der Torschütze wird hier feierlich von seinen deutschen Fans verabschiedet. Und jetzt kommen Mats Hummels und Karim Bellarabi. Es wird also wieder ja, ein bisschen defensiv. Boateng hat einen klasse Job gemacht, aber der hat jetzt eine kleine Pause verdient. Es ist verdammt warm. Die Kräfte schwinden unglaublich schnell. Und jetzt die letzten 23 Minuten Einwurf für Deutschland. Jetzt Holger Badstuber. Badstuber weiter geht's zu Sami Khedira. Khedira schickt vorne Gündogan. Gündogan zu Thomas Müller. Müller, ah, kommt er nicht durch. Müller ist auch heute wieder ein bisschen verlassen da vorne. Jetzt vielleicht die Chance, aber dann kriegen sie den Ball nicht. Und die Schweiz kommt über Valentin Stocker. Der mischt jetzt wieder ein bisschen auf. Guter Ball und Neuer. Boah, Neuer bringt die Arme noch ran. Unglaublich. Unglaublich, wie er den gehalten hat. Manuel Neuer, Welttorhüter. Das war eine richtig gute Chance für die Schweiz, hier dann doch noch zum Ausgleich zu kommen. Aber dann hat Deutschland einen Manuel Neuer hinten drin und jetzt kommt Shardan Shaqiri. Hat er lange mit vielen Bayern-Spielern hier zusammengespielt. Zum Teil auch mit Manuel Neuer. Und jetzt wieder Shaqiri, dann der Ballverlust gegen Sami Khedira. Jetzt fährt nochmal die Konterchance. Der Ball geht weiter zu Gündogan. Gündogan mit dem hohen Ball. War Müller im Abseits? Das ist die große Frage. Ja, sagt der Schiedsrichter. Obwohl unten einer mitgelaufen ist, sagt der Schiedsrichter, ja, Müller war im Abseits, aber das waren Zentimeter. Jetzt, ah, schade, schade, ja. Der untere ist ein bisschen zu spät gestartet vom Gegner. Deswegen hat es im ersten Moment so ausgesehen, als wäre es vielleicht kein Abseits. Aber letztendlich war es dann doch abseits. So, Deutschland holt den Ball und dann verlieren sie wieder. Also die Schweiz versucht jetzt hier das Ding reinzudrücken. Es wird nicht einfach werden, die letzten 15 Minuten für beide Teams. Jetzt André Schürrle holt den Ball. Schürrle, weiter geht's zu Sami Khedira. Khedira, und dann ist Kevin Volland. Volland zusammen mit Karim Bellarabi auf dem Flügel. Bellarabi lässt ja schon ein bisschen zurückfahren. Und jetzt am Ball, Karim Bellarabi. Schneller Spieler, vielleicht jetzt mit dem idealen Pass. Weiter geht's zu Volland. Und dann Kevin Volland. Oh, da wird er zu Boden gerungen. Und jetzt wieder die Schweiz im Angriff. Erste Grätsche kommt. Deutschland muss zittern. Wieder 1-0. Das wäre wieder ein sehr knappes Ergebnis. Hoher Ball in den 16er. Und Neuer ist das. So, wir wechseln nochmal. Sami Khedira ist am Ende. Obwohl, ne, tut Volland raus. Mehr Defensive. Bastian Schweinsteiger der Verein. Und jetzt Manuel Neuer.
Er schmeißt sicher zu Benedikt Höwedes. Ja, Neuer. Viel hat er heute nicht zu tun gehabt. Eine Glanzparade in der ersten Halbzeit muss er zeigen und eine Weltklasse-Parade in der zweiten. Sonst war ich nicht viel los vor seinem Tor. So, nächster Ball in die Mitte. Und dann abgepfiffen. Es müsste Freistoß geben für die Schweiz. Jawohl. So, also, letzter Wechsel von Deutschland. Kevin Volland geht raus. Bastian Schweinsteiger kommt rein. 9 Minuten sind es noch. Plus, ja, 3-4 Minuten Nachspielzeit. Also hier ist noch lange nichts entschieden. Unglaublich spannendes Spiel am heutigen Tage. Und jetzt kommt Bastian Schweinsteiger. So, Freistoß jetzt für die Schweiz. Alles ist mit vorne. Das ist natürlich jetzt eine optimale Chance zum Konter, wenn wir den Ball schnell kriegen. Und wir kriegen ihn schnell. Jetzt Marcel Janssen. Janssen ist nicht der beste Konterspieler. Janssen zu André Schürrle. Jetzt Schürrle, kommt sie. André Schürrle, Schürrle im Lauf durch Schürrle. Und dann, er ist zwar schnell, aber da kommt er nicht mehr vorbei. Und sofort geht es wieder in die andere Richtung. Die Schweiz kommt über Zuber. Zuber mit dem hohen Ding in die Mitte. Und zurück zu Neuer. Wow. Puh. Tief durchatmen bei Deutschland. Tief durchatmen und sie kommen über Ilkay Gündogan. Gündogan zieht da 4 Spieler auf sich. Und Schweinsteiger holt den Ball zurück. Schweinsteiger und er verspringt ihn der Ball. Schade. Und jetzt wieder die Schweiz. Wieder die nächste Chance über Lichtsteiner. Lichtsteiner kriegt dann Schlag mit. Freistoß Schweiz. 3 Minuten noch. Und keine gelbe Karte für Benedikt Höwedes in dieser Situation. Und die Schweiz, sie wird kämpfen. Das wird noch ein richtig, richtig hartes Ding werden für Deutschland. Die paar Minuten, was noch verbleiben, da wird die Schweiz noch alles versuchen, was in ihrer Macht steht. So, jetzt Freistoß. Rodriguez, wie es aussieht, wird den machen. Jawohl. In der Mitte, da warten die Stürmer. In der Mitte, da wartet jeder. Der Torwart ist noch nicht mehr vorne. Die Flanke kommt rein. Die Riesenchance. Mein Gott, wie kann man den Idee nicht reinmachen? Trimmitsch. Den muss er machen. Den muss er machen. Trimmitsch kam gerade vorhin, vor ein paar Minuten erst, für Memedi. Und dann macht er diesen Ball nicht rein. Das ist unglaublich. Diesen Ball muss man reinmachen. Und das wäre die Riesenchance gewesen zum Ausgleich, aber er macht die nicht rein. Und jetzt hat hier Deutschland vielleicht die Konterchance. Schön rausgespielt. Jetzt Müller. Thomas Müller. Jetzt die Riesenchance. Müller, komm schon. Thomas Müller! Und er macht den nicht, weil Benaglio mit dem Arm irgendwie rankommt. Das ist unglaublich. Also beide Torhüter, Neuer und Benaglio, heute eigentlich mit Glanzparaden. Nur beim Freistoß, da sah Benaglio nicht so gut aus. Und das könnte vielleicht das entscheidende Tor heute gewesen sein. So, wieder die Schweiz im Angriff. Und das war's. Das war's. Der Schiedsrichter lässt nicht lange nachspielen. Deutschland gewinnt und steht damit eigentlich schon so gut wie im Viertelfinale. Die Schweiz muss wahrscheinlich nach Hause fahren. Aber das sehen wir jetzt dann gleich, wie Niederlande gespielt hat gegen Slowenien. Wer nach Hause fahren muss, das werden wir gleich sehen. Unglaublich. Toni Kroos, Traumfreistoß, hat heute gereicht. Und beide Stürmereien haben wieder Großchancen vergeben. Das ist unglaublich. Zum Schluss gerade noch Thomas Müller gegen Benaglio. Wow, was für ein geiles Spiel. Es war unglaublich spannend, weil die Schweiz ja da gekämpft, als würde es um alles oder nichts gehen. Aber sie haben es nicht geschafft. Bester Mann heute, Toni Kroos. Und Trimmitsch, den muss er reinmachen. Der 88. Minute, den muss er einfach reinmachen. So, dann schauen wir mal ganz kurz auf die anderen Ergebnisse. Ja, wir simulieren mal ganz kurz vor. Und dann schauen wir nochmal drauf. Wie sind denn die anderen Begegnungen ausgegangen? So, wir müssen schauen ab da. Okay. Also, die Niederlande gewinnen 3:1 gegen Slowenien. Deutschland gewinnt 1:0 gegen die Schweiz. Und damit sind wir schon durch. Jawohl, damit ist die Gruppe A schon abgeschlossen. Fast. Die Niederlande und Deutschland sind weiter. Und Slowenien und die Schweiz müssen nach Hause fahren. Ganz, ganz unglücklich. Und ich glaube, dass auch schon in Gruppe B Griechenland und Tschechien durch sind und Nordirland und Finnland heimfahren müssen. Griechenland gewinnt 2:1 gegen Finnland, Tschechien 1:0 gegen Nordirland. Dann die Gruppe mit Spanien. Spanien gewinnt. Oh, Österreich gegen Italien 1:1. Da könnte vielleicht noch was drin sein für die Österreicher. Und wir haben Frankreich mit einem 1:0 gegen Russland und Wales gegen England 2:2. Ja, dann schauen wir nochmal auf, wie sieht es auf die Tabelle auswirkt. Also wir sehen hier Niederlande momentan vor Deutschland, aber das kann sich alles im letzten Spiel nur ändern, weil das spielt ja direkt Deutschland gegen die Niederlande. Und da sind wir gespannt, wer der Gruppenerster wird. Ja, und Schweiz und Slowenien müssen nach Hause fahren. So, dann Gruppe B, genau das gleiche Bild. Griechenland vor Tschechien, beide 6 Punkte.
und Finnland und Nordirland müssen nach Hause fahren. Und was haben wir in Gruppe C? In Gruppe C ist schon ein bisschen spannender. Spanien mit 6 Punkten, Italien mit 4, Österreich mit 1, Norwegen muss nach Hause fahren. Also am letzten Spieltag muss, glaube ich, Österreich gegen Norwegen und Spanien gegen Italien. So, jetzt lassen wir mal durchrechnen. Wenn Österreich gewinnt und Italien verliert und das nur dementsprechend hoch, dann hat es tatsächlich Österreich geschafft, Italien rauszuschmeißen. Da sind wir gespannt. So, Gruppe D, da ist alles offen. Spannender geht's nicht. Russland ist draußen, die müssen nach Hause, aber dann ist alles offen. Wales, England und Frankreich, alle können noch weiterkommen. Und am letzten Spiel, boah, wir müssen da gegeneinander. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, weil das würde mich interessieren. Mal ganz kurz auf die Begegnungen schauen. Oh, England gegen Frankreich. Oh, 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 das wird wahrscheinlich einen großen zerbröseln. Eieiei. England muss gegen Frankreich. Und Wales gegen Russland. Russland, ja, ist schon draußen. Also ich glaube, dass sogar Wales die Überraschung schafft und weiterkommt. Und damit England oder Frankreich rausboxt. Das wäre eine absolute Wahnsinn, wenn Frankreich oder England rausfliegt. Gut, also wir müssen es beim nächsten Mal gegen die Niederlande, ja, gegen die Holländer, gegen Arjen Robben, was haben sie nur gegen Memphis, Depay und. Wir werden schauen, wer erst dabei ist. Gut, dann würde ich an dieser Stelle sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Das Runde muss ins Eckige gehen, Frankreich. Bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal. Ciao.